Ich habe mich gefreut, dass hier relevante Player am Start sind. Gregor Vogelsang von C3, da habe ich besonders aufmerksam hingehört, kann man auch noch was von lernen. Insofern, diese Veranstaltung bringt einem einen umfassenden Überblick über die Thematik, viele interessante Cases und natürlich auch relevante Personen in diesem Umfeld. Insofern, heute Abend gibt es noch ein Come Together, bin ich auch dabei, aber ich höre auch gerne zu von den Cases. Also runde Sache, großes Thema, was alle umtreibt, insofern muss man dabei sein. Eine sehr schöne Veranstaltung, wo wirklich sehr viele Inhalte dabei sind, aber dann auch die entsprechenden Gespräche beim Kaffee geführt werden können. Also insgesamt eine sehr gute Veranstaltung. Also ich finde gute Best-Practice-Beispiele auch. Also jetzt eben das Beispiel von Nike zum Beispiel, klar, auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Aber ich glaube, da kann man für uns als guten Mittelständler ganz gute Insights mitnehmen, gerade wo wir am Beginn einer Strategie sind zum Thema Content-Marketing. Tatsächlich mache ich ja selten sowas, dass ich den ganzen Tag da bin. Normalerweise rennt man irgendwie rein und dann ist man ganz schnell wieder weg. Und das Thema hat mich tatsächlich heute so sehr interessiert, dass ich den ganzen Tag gemacht habe. Es kommt also selten vor. Und ich merke bei mir immer, wenn ich was mitnehme, dass ich doch relativ viel mitschreibe. Und das habe ich heute. Also meine Kladde ist voll. Also ich finde, es waren viele Zitate drin, die mir gefallen haben. Und insgesamt finde ich bemerkenswert, wenn es viele Speaker gibt, wo ich gut folgen kann. Also wo ich nicht anfange, mit meinem Smartphone rumzudaddeln oder wo ich abschweife, sondern wo ich wirklich dabei bleibe. Also insofern, ich bin sehr zufrieden. Ich habe Orientierung bekommen und Inspiration. Orientierung deshalb, weil hier sehr viele Experten sind von der Agenturseite und auch von Unternehmensseite, die sehr anschaulich zeigen, was Content Marketing ist, wie es funktionieren kann, dass es nicht nur so ein Buzzword ist. Und Inspiration deshalb, weil diese Beispiele auch Transferleistung schaffen. Also man überlegt sich selbst, was kann ich jetzt davon für mich mitnehmen. Sehr gelungene Veranstaltung.